Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Buchvorstellung. Diesmal habe ich für euch also wirklich einen kleinen Insider, wenn man so möchte, weil das war ja eigentlich mal die ursprüngliche Frage, als man mich mal darauf gestoßen hat, dass ich doch auch mal Buchvorstellung machen sollte, was denn so Spezielles ich empfehlen könnte. Und das ist definitiv dieses Ding hier vom Herrn Professor Böllmann, »Warum Bäume nicht in den Himmel wachsen«. Gleich mal vorweg, die Frage wird, also ich habe noch nicht die Seite gefunden, an der diese Frage so wirklich klipp und klar geklärt wird. Das irritiert mich ein ganz kleines bisschen, also der Titel ist vielleicht ein bisschen, naja, suboptimal gewählt. Ansonsten ist das ein ganz hervorragendes Buch, enthält quasi wirklich alles, was man jemals auch nur im Ansatz vielleicht über Bäume wissen wollte, wenn man jetzt nicht unbedingt jemand ist, der das Ganze wirklich zu seinem Beruf gemacht hat und da wirklich alles, alles, alles zu wissen will, dann enthält dieses kleine Büchlein, das wirklich klein aussieht, aber enorm mit Inhalt gespickt ist, alles, was einen da interessieren könnte. Und dazu werfen wir mal einen Blick ins Inhaltsverzeichnis. Was ich mir übrigens auch sehr sympathisch ist, ist dieses enorm knappe Vorwort. Keine großartige Selbstbeweihräucherung, nicht ewig langes Danken an sonst wen, der an diesem Buch irgendwie geholfen hat. Und wichtiger Hinweis zur Nutzung, botanische Fachtermini, die im Glossar erklärt werden, sind bei der ersten Nennung im Text kursiv gedruckt. Und damit ist da auch schon ein wesentlicher Aspekt in diesem Buch darauf hingewiesen worden. Es werden nämlich botanische Fachtermini sehr gerne mal verwendet und dann muss man im Glossar nachgucken, den man da findet, ganz hinten, und Träufelspitze zum Beispiel nachliest und dann steht da verlängert ausgezogener Blattspitze bei der Niederschläge abtropfen. Ja, das trifft es ziemlich genau. Leider, beziehungsweise natürlich, das kann man ja auch nicht anders machen, ist das alles dann nicht so ausführlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr gelegentlich fürs Verständnis so ein Ding auch nochmal googeln müsst. Sowas wie Träufelspitze oder ähnliches. Denn dieses Ding ist halt wirklich ein anspruchsvolles Büchlein. Zwar immer noch für Einsteiger ausgelegt, also eine Einführung, und hat noch nicht die Kompliziertheit von zum Beispiel dem großen Bruder oder einem etwas vorspezifischeren großen Bruder. Das ist übrigens auch ein ganz hervorragendes Buch vom Herrn Matisek. Hervorragender Professor. Ganz, ganz toll. Super Vorlesung. Habe ich genossen. Ja, sondern es ist halt wirklich nur ein kleines, übersichtliches Grundlagenwerk. Nur manchmal habe ich so ein kleines bisschen den Eindruck, was für mich ja überhaupt nicht schlimm ist, aber für euch unter Umständen schon, dass der Herr Professor Böllmann vergisst, dass es ein kleines, übersichtliches Grundlagenbuch ist und sehr ins Detail geht und auch sehr, sehr, sehr mit wissenschaftlichen Termini, botanischen Fachbegriffen, also quasi wirklich einfach um sich schmeißt. Aber gucken wir jetzt mal ins Inhaltsverzeichnis. Ihr findet hier drin Stamm und Krone, und zwar auch wirklich in aller Ausführlichkeit. Und gerade im ersten Kapitel, das habe ich jetzt eben nochmal probehalber für euch durchgelesen, wird dann immer mal wieder Zeug erwähnt, das wichtig ist fürs Verständnis, dass ihr dann in einem anderen Kapitel nachschlagen müsst, speziell bei der inneren Zellstruktur und Ähnlichem. Überhaupt für das Verständnis der Zellstruktur ist es auch nochmal erforderlich, dass ihr so ein ganz bisschen was wisst zu, was ist überhaupt eine Zelle und wie sind die aufgebaut und was besonders ist eine Pflanzenzelle, wie unterscheiden sich Pflanzen- und Zierzellen, so ein kleines bisschen muss man sich da schon ein wenig auskennen. Also, wenn man sagt, das Ding ist ja eine Einführung, dann heißt das eine Einführung für Leute, die sich mit Biologie auskennen, aber noch nicht mit Waldbäumen. Dann wäre es quasi eine, ja, einfache Einführung. Für Leute, die sich überhaupt nicht mit der Thematik bisher beschäftigt haben, für die ist es eine Herausforderung. Es ist nicht unmöglich, bestimmt nicht unmöglich, das Ganze zu verstehen, aber ihr werdet Zeit brauchen, um euch Seite für Seite da durchzuarbeiten und am besten noch das Internet nebenher dran stehen haben, sozusagen, um dann noch Begriffe, die auch im Glossar nicht für eure Bedürfnisse nicht ausreichend erklärt werden, nochmal nachschlagen zu können.
Wenn ihr bereit seid, das zu tun, dann habt ihr hier ein hervorragendes Buch. Aber gehen wir jetzt nochmal wirklich aufs Inhaltsverzeichnis ein. Stamm und Krone eben, die innere Zellstruktur, das ist also so quasi auch Holzaufbau und solche Dinge. Die Wurzel, wie die funktioniert, und das ist dann vor allen Dingen auch wichtig, weil aus der Wurzel Substanzen in Stamm und Krone transportiert werden, durch eben auch Stamm und Krone. Was die Blätter dafür eine Rolle spielen, das ist ja quasi die Fabrik des Baumes zur Substanz. Produktion, wenn man das ganz einfach mal zusammenfasst. Wie funktioniert überhaupt die Fortpflanzung und Vermehrung bei Bäumen? Ist auch ein ganz spannendes Kapitel, wenn man sich dann mit dem anderen Kram schon vorher entsprechend auseinandergesetzt hat. Ganz, ganz, ganz wichtig ist auch eben das Kreislaufgeschehen, der Nährstoffkreislauf im Wald. Das ist gerade das, was ich so unglaublich faszinierend finde. Das ist mein Lieblingsaspekt in der Forstwissenschaft, eben diese ganze Kreislaufgeschichten, dieses Nährstoffrecyceln und wie hängt alles miteinander zusammen und sowas. Wird hier auch super erklärt und erwähnt, auch zwar nur 13 Seiten, aber da fasst er sich dann tatsächlich kurz bei diesen super komplexen Geschichten. Und ein auch nochmal enorm spannendes Kapitel, und das ist dann auch interessanterweise verständlich geschrieben, ist Superlative der Bäume. Und da geht es dann tatsächlich um das, was der Titel vermuten lässt, nämlich warum die Bäume nicht in den Himmel wachsen und wo überhaupt die Grenzen des Baumwachstums sind, was es da eben für unglaubliche Dinge bei Bäumen gibt. Dazu darf ich euch mein Mammutbaum-Video ans Herz legen. Da habe ich auf sowas auch schon mal ein wenig drauf gezeigt, wenn man so möchte. Das Ganze ist sehr gut geschrieben, meiner Meinung nach, aber halt eben in Wissenschaftssprech. Und es sind aber wirklich auch ganz viele tolle, spannende, kuriose Dinge drin und ganz hervorragend bebildert. Und wenn es mit einem Bild nicht gut zu zeigen ist, dann gibt es genauso hervorragende Zeichnungen. Also die Illustration von diesem Buch ist einfach nur, ja, mustergültig, muss man schon fast sagen. Und das halt noch bei so einem kleinen Taschenbüchlein, das ist wirklich unglaublich spannend. Hier zum Beispiel ein Hexenbesen, ganz was Interessantes. Wird also wirklich alles auf einem Level erklärt, dass es für euch definitiv ausreichen wird. Also das meine ich jetzt nicht böse, also nicht, dass ich euch unterstellen will, dass ihr es nicht noch genauer wissen wollt, aber ich denke, das sollte wirklich ausreichen. Und da habt ihr also wirklich das ideale Nachschlagewerk zum Leben von Bäumen. Nicht, und das ist wichtig, zum Bestimmen von Bäumen, sondern zu, was macht ein Baum, wie lebt ein Baum, wie funktioniert der Wald, zumindest die Baumkomponente des Waldes. Physiologie, also die Lebensumstände, unter denen Pflanzen eben das tun, was Pflanzen so tun. Und was Pflanzen tun, ist erheblich mehr, als man auf den ersten Blick erkennen kann, weil da tun sie ja erstmal gar nichts. Und dem ist halt eben nicht so, sondern die tun jede Menge Interessantes und wirklich alles, was ich euch jemals in irgendeinem Video erzählen werde, was mit Pflanzenökologie bzw. Pflanzenphysiologie zu tun hat, findet ihr auch garantiert in diesem wirklich hervorragenden Buch, das ich euch dann wirklich maximal ans Herz legen kann, wenn ihr den Willen und den Spaß dran habt, euch da durchzukämpfen. Weil, wie gesagt, es ist mühsam, man muss das schon wollen, es liest sich nicht so ganz einfach. Ja, ich finde immer wichtig, dass man in so ein Buch auch mal reingelesen hat. Und das machen wir jetzt mal und schlagen es mal irgendwo auf und lesen mal hier in einem Kapitel drauf los. Also Strukturierung des Druckholz der Nadelbäume. Bei mikroskopischer Betrachtung der Reaktionsholzbereiche der Astunterseite bei den Nadelbäumen ist zu erkennen, dass das Druckholz erst im zweiten Drittel der Vegetationsperiode gebildet wird. Das erste Frühholz eines Jahrringes bleibt frei von Reaktionsholzbildung und kann so ungehindert die im Frühjahr so wichtige Funktion der Wasserleitung erfüllen. Erst die Spätholztracheiden, welche sowieso mehr der Festigungsfunktion dienen, werden in Druckholzzellen umgestaltet. Das war jetzt so ein bisschen ein einfacherer Absatz. Da werden alle Fachbegriffe, die jetzt zum Beispiel genannt werden, vorher auch garantiert mal kurz erwähnt. Also das weiß ich zwar nicht hundertprozentig, aber davon gehe ich schwer aus. Ja, sowas habt ihr natürlich auch drin. Damit werdet ihr voraussichtlich nicht viel anfangen können, wenn ihr nicht mindestens eine 1 im Chemie-Leistungskurs im Abi hattet oder wirklich Chemie gelernt habt. Und auch sowas hier ist natürlich jetzt schon wirklich sehr gehobene Botanik, wenn man so möchte, beziehungsweise Biochemie.
da geht schon heftig zu. Also da muss ich gar nichts vorlesen. Dass das kompliziert ist, könnt ihr euch sicherlich auch so vorstellen. Also wie gesagt, der Anspruch variiert. Das zum Beispiel geht jetzt wieder einigermaßen. Hier ist übrigens die berühmte Stärke, von der ich immer erwähne, dass man die essen soll und nicht die Zellulose. Die ist dann nämlich nur im Samen drin, die Stärke. Aber das habe ich mich ja schon ein paar Mal drüber aufgeregt. Und ja, immer mal wieder auch die chemischen Formeln von den Stoffen, die genannt werden, damit man auch ja nachgucken kann, wie die aussehen. Und wenn man jetzt ein ganz krasser Chemiker ist, dann guckt man sich hier so ein lustiges Bildchen an und weiß sofort, ah, der Stoff muss die, die und die und die Eigenschaft haben. Zumindest sollte er die haben. So ein krasser Chemiker bin ich übrigens auch nicht. Also damit kann ich jetzt so spontan ein bisschen was, aber nicht viel anfangen. Wenn ihr nur einfach mal ein bisschen was zum Wald hören wollt, da hätte ich auch noch was. Zum Beispiel das da. Das ist zum Beispiel so ein ganz schönes Büchlein, wenn man einfach wirklich mal eine Weile im Wald so ein bisschen grundlegendes Zeug zum Wald wissen will. Das ist, hat so ungefähr das Niveau meiner Videos, würde ich jetzt sagen. Das da ist noch ein bisschen drüber. Und erklärt einem viel Interessantes zum Wald ohne großes wissenschaftliches Blabla. Da bin ich jetzt wieder vom Niveau her ein bisschen drüber. Also wenn ich jetzt Niveau sage, dann meine ich wissenschaftlichen Anspruch. So. Und also das ist wirklich also auch ein schönes, nettes, kleines Heftchen, was einem so ein paar Sachen zum Wald näher bringt. Dann auch mal mit ein paar Bildchen drin, mit ein paar schönen kleinen Makroaufnahmen, wo einem sonst was erklärt wird. Und alles nett geschrieben und schön formuliert. Und auch alles, soweit ich das bisher gelesen habe, korrekt. Es sind auch ein paar Tiere drin, die es im Wald so gibt. Das ist einfach so ein gemütliches Waldentdecken. Büchlein, Buch kann man es ja schon fast nicht nennen. Das wäre zum Beispiel einfach mal so ein Beispiel für ein ganz nettes Waldbüchlein für zwischendurch. Also wirklich so als gemütliche Sonntagsnachmittagslektüre. Das Ding, um das nochmal klarzustellen, da müsst ihr arbeiten. Das ist nicht einfach mal gemütlich gelesen. Das ist wirklich was, da muss man sich durchbeißen, in Anführungszeichen. Also. Aber, also bei mir war es so im Studium, als ich mich dann irgendwann mal durch, zum Beispiel hier, na, da sind sie wieder, diese Dinger durchgebissen hatte, so Sachen wie da drin stehen, wo man dann zum Teil Dinge auswendig lernen muss, wo, ja, was heißt auswendig lernen, also für die Prüfung dann halt eben, oder zumindest Dinge verstehen muss, wo man sich im ersten Moment fragt, wozu soll das gut sein, das bringt es doch nun wirklich hinten und vorne nicht, das ist ja völlig sinnlos. Es macht unglaublich Spaß, wenn man dann erste Zusammenhänge erkennt. Wenn einem hier zum Beispiel beschrieben wird, dass es eben einen gewissen Druck zwischen einer Zelle, die mit viel Salzen gefüllt ist, und dem Außenraum der Zelle, in dem überhaupt keine Salze sind, gibt. Diese Salze wollen dann nach außen. So ein Konzentrationsausgleichsgefälle-Druck, nenne ich den jetzt einfach mal, ist so ein ganz wesentliches Prinzip in der Biochemie. Und wenn man das mal so richtig verinnerlicht hat und dann merkt, wo das alles vorkommt, nachdem man diese Funktionsweise gelernt hat und wie wichtig das ist und was man damit alles quasi erklären und sich selbst auch erklären kann, ohne eine Erklärung lesen zu müssen, dann macht das unglaublich Spaß. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr mit der Lektüre dieses Buches so ein Level mindestens bis zu einem gewissen Grad tatsächlich schon erreichen könnt, eben im Bereich der Baumbiologie. Also natürlich ist in so einem kleinen Buch nicht die komplette Forstwissenschaft erklärt. Aber ich denke mal, wenn ihr das gelesen habt, so richtig aufmerksam, dann wisst ihr im Bereich Baumbiologie das, was ich weiß. Und vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, wenn ihr das Buch gerade erst vor einer Woche gelesen habt. Aber dann werdet ihr vieles wieder vergessen und dann weiß ich wieder mehr. Natürlich weiß ich auch noch über viele, viele andere Dinge noch ganz viel, aber da verrate ich euch nicht, welchen Büchern das steht, weil sonst könntet ihr das ja alles nachlesen. Dann wüsstet ihr ja genauso viel wie ich und dann hätte ich ja keine Daseinsberechtigung mehr. Und das wäre ja schade. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Möchte noch hinzufügen, dass hier nochmal die ISBN-Nummer dieses Buches zu sehen ist, wenn die jemand gebrauchen kann. Und wichtiger Hinweis, ich verdiene auch an der Empfehlung dieses Buches überhaupt nichts, kenne den Herrn Professor Böllmann nicht persönlich und möchte dieses Buch einfach nur deswegen empfehlen, weil ich es klasse finde. So, also, winke, winke.